So, nachdem das sonnenfarbene Saugutensil mit seinem Album Plankton Weed Tape die Chartspitze knackte, ist es ein wenig ruhiger um ihn geworden, bis er vor kurzem diesen Post hier auf Facebook veröffentlichte. Die Provokation in dem Post richtet sich eindeutig gegen Motrip. Es bleibt allerdings offen, welcher Auslöser für diesen Post von SpongeBoss verantwortlich war. Neben der Denunzierung nutzt SpongeBoss einen Hashtag, der den ein oder anderen Rap-Zuhörer bekannt vorkommen dürfte. Den Wortlaut Homotrip verwendete bereits Julians Block auf seinem Track 11. September. Daher könnte der von SpongeBoss verwendete Hashtag auf diese Erwähnung anspielen. Wie gesagt, könnte, Konjunktiv. Vermutlich fühlte sich SpongeBoss von Motrips Aussagen in seinen Interviews angesprochen, in denen Motrip allgemein über die Marketingstrategien von Rappern gesprochen hatte, bei denen es angeblich nur darum gehen würde, das eigene Image zu verkaufen. Er sprach davon, dass man heute mit Scheiße auf die Eins gehen könne. Man kann nur vermuten, dass SpongeBoss diese Worte auf seine eigene Nummer 1 Platzierung bezogen hat. Weniger im Konjunktivmodus, dafür im Rage-Modus sind einige seiner Fans nach diesem Post gewesen. Es scheint, dass nicht alle Fans nachvollziehen können, was dieser Post gegen Motrip sollte und das Ganze auch nicht so richtig feiern konnten. Motrip antwortete auf Twitter und gab eine sehr humorvolle Antwort auf den Post von SpongeBoss. Damit geht das Social Media Battle mit 1:0 an Motrip. Für mich persönlich war der Angriff in Richtung Motrip von SpongeBoss absolut unnötig. Was haltet ihr von diesem aggressiven Post gegen Motrip? Schreibt mir eure Meinung dazu mal unten in die Kommentare. Etwas erfreulicher punktete der Schwamm im Laufe der letzten Woche mit einer anderen Nachricht, die über die Website von Julians Blog veröffentlicht wurde. Der Schwamm knackte den Rekord von über 10 Millionen Klicks und ist momentan mit seiner King-Finalrunde gegen Gio das erfolgreichste Video auf dem JBB-Channel. Wie ich finde, absolut verdient. Dem Post gegen Motrip zufolge scheint der Schwamm wieder im Battle-Modus zu sein. Ob das Ganze wieder in einer 30-Minuten-Runde endet, kann ich nicht sagen. Aber wir könnten mal mögliche Battle-Gegner für den Schwamm in den Kommentaren sammeln. Gegen welchen Rapper sollte SpongeBoss eurer Meinung nach eine Battle-Runde kicken? Lieblingsgegner per Hashtag einfach unten in die Kommentare. Und alle, die sich meine literaturwissenschaftliche Analyse zu der JBB-Runde von Entertainment anschauen wollen, denen verlinke ich das Video direkt hier und für alle Handyzuschauer unten in der Videobeschreibung.